3 günstige, praktische Outdoor-Ausrüstungsgegenstände in kurzer Zeit vorgestellt. Oder auch der 16. Flotte Dreier. Mein Name ist Alvo, du bist im Kanal Generation Outdoor und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Video. Als erstes heute ein Messer, welches als Low Budget und absolut anfängertaugliches Messer einstufen würde. Die Ähnlichkeiten zum SEE 3 und 4 sind natürlich absolut auffallend. Das Zima Einst Fixed Blade Knife. Bei einer Gesamtlänge von 21,5 cm und einer Klingenlänge von 8,5 cm wiegt es knapp 180 Gramm und kostet zwischen 15 und 20 Euro. Der Stahl ist ein 7CR17 MOV Stainless Steel, die Klinge gibt es mit Serrations und ohne. Im Paket ist eine Scheide enthalten, die aber eher schlecht ist. Sie hält zwar, aber es wackelt etwas. Ich selbst habe mit einem Heißluftföhn einfach die Scheide verformt und seitdem läuft alles gut. Der Griff besteht aus Flachsmaterial. Es hat also eine fast schon stoffartig anmutende Oberfläche. An der Scheide ist ein Gürtelclip zur Befestigung am Gürtel angebracht. Beim ersten in die Hand nehmen vom Messer fällt die angenehme Handform und das Gewicht auf. Das Messer liegt gut in der Hand und fühlt sich schwer an, ohne es zu sein. Die Klinge schneidet gut und ist ab Werk gebrauchsscharf. Die Scheide fühlt sich nicht schlecht an, wackelt aber etwas. Trotzdem befinden sich mehrere Löcher zum Verstellen und Nutzen von Tech-Locks an dieser. Der Gürtelclip ist sehr schwer, fast schon massiv und lässt das Messer sehr hoch überm Gürtel stehen. Ich habe ihn sehr schnell abgemacht und in irgendeinem Schrank verstaut. Die bessere Wahl ist ein günstiger Taglock für den Gürtel, um so das Messer auch seitlich zu befestigen. Batonieren, Hebeln und ähnliche Aufgaben sind kein Problem. Auf 58 Rockwell gebracht und mit relativ kurzer Klinge kann man das Messer ordentlich rannehmen. Ich habe die Variante mit Serrations gewählt, weil ich mit dem Messer eher grob arbeiten wollte als den Schnitzen. Serrations bleiben länger scharf bzw. erhalten länger ihre Schneidfähigkeit aufgrund der Sägenart. Somit musste ich das Messer bis jetzt noch nie nachschleifen. Für Schnitzen und Kochen habe ich ja dann eher mein Victorinox. Oben am Klingenrücken gibt es ein Jimping bzw. Zackenmuster, welches perfekt für den Feuerstahl passt. Dadurch lassen sich viele Funken erzeugen. Hinten am Griff gibt es eine Öse, die gleichzeitig ein Stahlüberhang ist und somit als Schlagwerkzeug genutzt werden kann. Die Griffschalen können entfernt werden, um zum Beispiel eine Paracord-Wicklung vorzunehmen. Alles in allem ein tolles Messer, es bietet viel und ist robust. Wer nicht auf die Kopie von Gearbest aus Fernost zurückgreifen will, kann auch auf das Original aus den USA von SEE zurückgreifen. Beide Links findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Unterwegs schnell was aus einer Quelle trinken oder am Lagerfeuer sich Geheimzutat von einem Freund einschenken lassen. Ein Becher, so profan es auch klingen mag, ist ein wichtiger Ausrüstungsgegenstand. Deshalb gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel der Standard-Armee-Faltbecher bzw. die Falttasse, Silikonbecher oder Becher zum Auseinanderziehen aus Plastik. Einen solchen habe ich getestet und muss sagen, dass diese tatsächlich noch einmal Gewicht einsparen können. Damit kann man bis zu 20 bis 30 Gramm sparen. Dennoch denke ich, dass man auf eine so kleine Gewichtsersparnis nicht setzen sollte. Eine Armee-Falltasse von Wildo wiegt bei einem Fassungsvolumen von 600 ml nur 45 Gramm, kostet knapp 7 Euro und ist aus BPA-freiem Kunststoff. Eindeutig die bessere Wahl. Klein und nützlich für alle Trecker und Wanderer unter uns sind kleine Tücher, die kaum Platz wegnehmen. Solche sogenannten Tablettentücher nehmen kaum Platz weg und dehnen sich dann bei Berührung mit Wasser aus bzw. saugen sich voll. Die Tabletten sind dabei am Anfang kleiner als ein 9-Euro-Stück und werden zu einem vollwertigen Tuch, um sich damit die Hände und sonstige Dinge zu pflegen. Eine Tablette wiegt knapp 4 Gramm und wird zu einem Tuch von 23 x 23 cm Größe. Dabei kostet in einer 100er Packung ein Tuch knapp 12 Cent. Noch dazu ist das Tuch biologisch abbaubar und somit die bessere Alternative zu Feuchttüchern. Alle Links sowie Links zu weiterer Ausrüstung von mir, die ich gerne auf Touren benutze, in einer sehr großen Liste zusammengefügt, findest du unterhalb dieses Videos in der Beschreibung.
Ich hoffe, der 16. Flotte Dreier hat dir Spaß gemacht und du konntest etwas mitnehmen. Hier findest du jetzt weitere Videos zu günstiger Ausrüstung und hier unten den Abonnieren-Button, damit du ab jetzt kein Video mehr verpasst. Wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, tschüss.